Ein Spritzer Chlor auf Ihr Hähnchen gefällig? Als Beilage etwas genmanipuliertes Gemüse? Hätten Sie gern chemische Zusatzstoffe im Essen, die die Entwicklung Ihrer Kinder stören? Wenn es nach den Großkonzernen ginge, könnte all das bald auf unseren Tellern landen. Bislang verhindern das noch Gesetze, doch diese Gesetze sind in Gefahr. Und zwar wegen TTIP. TTIP steht für Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Es ist ein Freihandelsabkommen, das sich Politiker und Unternehmenslobbyisten ausgedacht haben. Für Verbraucher, Arbeitnehmer und die Umwelt verheißt TTIP aber nichts Gutes. Verhandelt wird hinter verschlossenen Türen. Alles, was wir wissen, stammt aus Geheimdokumenten, die an die Öffentlichkeit gelangt sind. Einer der zentralen Verhandlungsinhalte ist die sogenannte regulatorische Kooperation. Was sich harmlos anhört, bedeutet in der Realität, dass Unternehmen tun können, was sie wollen. Kommt TTIP durch, können Großkonzerne an Gesetzen mitschreiben. Wenn den Unternehmen ein Entwurf nicht passt, können sie dagegen vorgehen. Immer wenn die EU-Kommission ein neues Gesetz vorschlagen will, muss sie die US-Regierung und die Wirtschaftslobby konsultieren. Und das noch, bevor unsere gewählten Parlamentarier den Vorschlag überhaupt zu Gesicht bekommen. Gefällt einem amerikanischen Konzern, zum Beispiel einem Hersteller von Chlorhühnchen, eine Gesetzesvorlage nicht, muss die EU den Entwurf offiziell als schädlich für den Handel einstufen. Konzerne dürfen sogar ihre eigenen Vorschläge einbringen. Da stellt sich die Frage, wer auf diese Idee gekommen ist. Die Antwort ist einfach. Seit Jahren schon versuchen mächtige Lobbygruppen wie die US-Handelskammer und Business Europe in Brüssel durchzusetzen, dass Gesetze auf genau diese Art und Weise gemacht werden. Um den Unternehmen mehr Macht einzuräumen, soll sogar eine neue Institution geschaffen werden: der Rat für regulatorische Kooperation. Hier hätten die Interessen der Großkonzerne oberste Priorität. Regulatorische Kooperation in TTIP sorgt dafür, dass Unternehmensinteressen in den Mittelpunkt der Gesetzgebung rücken. Bürgerinnen und Bürger haben das Nachsehen. Diesem Ausverkauf der Demokratie müssen wir gemeinsam entgegentreten.